So, weiter geht's heute mit dem Duell mit dem FC Augsburg. Aber vorher möchte ich gerne mal noch was gucken, ob es den Spieler überhaupt hier gibt noch. Weil ich hatte mir überlegt, Kubo zu holen. Der ja, wie gesagt, beim Real Madrid. Weil ich spiele Takuya Kubo, der ist 29 Jahre schon alt, okay. Ist der das überhaupt? Ne, das ist der nicht, oder? Der ist doch jünger, der ist doch erst 17 oder 18. Warte mal. Hieß er Kubo? Takefusa Kubo, da ist er doch. Das ist der Spieler, den ich eigentlich gedacht habe. Oh, der hat auch einen ordentlichen Wert, der ist ja schon. Okay, 83er stark. Ja, mal gucken, was möglich ist. Dann haben wir mal in die Transferzentrale rein. Dann ist der bei Real ein bisschen aufgeblüht. Der ist nämlich, das ist der nämlich, den ich eigentlich so gesucht habe. Gut. Ja, FC Augsburg ist der heutige Gegner. Nach dem Sieg in Stuttgart und zu Hause gegen Werder wollen wir dann den Sieg-Hattrick haben. Weil davor war es ja die Niederlage gegen Hoffenheim. Und ja. Mal schauen, wie es wird. Augsburg wollen wir natürlich schlagen, um klar den nächsten Schritt zu machen. Und dann, wie gesagt, dann gucken wir mal, was die Winterpause betrifft. Das sind wieder einige Spieler, die ein bisschen angeschlagen sind, was die Fitnessgründe. Obwohl, das ist eh das letzte Spiel, ne? Komm. Das sind Fitnessspiele. Ich probiere es einfach mal vorne rein, damit er nicht meckert. Und dann gehen wir mal rein ins Spiel. Das sind einfach nur. Ist jetzt eh das letzte Spiel. Danach sollten die eigentlich wieder fit werden. Und es, wie gesagt, es kann passieren, dass zur Winterpause nochmal Minimum ein, zwei neue Spieler kommen werden. Und es wird wahrscheinlich einer kommen, weil ich brauche neuen Linksverteidiger. Weil, wie gesagt, Kolasinac den Club für viel Geld verlassen hat. Für Geld klar, aber für viel Geld über 30 Millionen. Und das ist es mir dann irgendwo auch. Da muss ich immer noch mal reagieren. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Marco Richter. Denn er steht hier vor dem Duell gegen seinen früheren Club. Genau. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Aber hier habe ich auch schon sehr lange da. Ja, und ich habe vielleicht also immer noch. Liebe Freunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Mein Name ist Rolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen FC Augsburg. Ein spannendes Ligaspiel also, Rolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn er muss heute zum ersten Mal gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Oder lenkt ihn das alles ab? Er kennt die Fans, kennt den Club, aber das ist ein Profi, abgerühmter Spieler, dem macht das nichts aus. Der wird heute Leistung bringen. Das sieht der Trainer nicht anders, sonst würde er ja nicht bringen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. So, wie gesagt, warum sollte ich eigentlich groß irgendwas ändern? Mannschaft funktioniert hier. Die Startaufstellung des FC Augsburg. Sie wählen ein konventionelles 4-4-2. Dürfte von ihrer Seite also ein ziemlich offensives Spiel werden? Also auf dem Papier. Wir gucken, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Naja, schauen wir erstmal, wie es läuft. Schalke 04. Auf geht's. Die Begegnung mit dem Anstoß eröffnet. Wir wollen den dritten Sieg heute in Folge holen. Also meine Aufnahmesession und da ist auch das dritte Spiel jetzt mittlerweile. Sieg in Bremen, Sieg gegen VfB und jetzt soll es gegen den FC Augsburg weiter so gehen. Auf dem Papier deutlich machbar. So, der Ball ist erstmal weg. Latzer. Kolasinac. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg.
Milo Drašica. Ah! Ja, kommt aber nicht wirklich rein in diese Spiel, in die Situation. Da passt er super auf und hat den Ball. So, Eike kommt. Der Einwurf kommt für die Schalker. Ja, gut gemacht. Marco Lasinac. Ton. Kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den HSV. Gut aufgepasst. Und dann nochmal hinterher. Sind hier 10 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Ja, vielleicht kann auch Martin Max kommen. Quatsch, Martin Max. Ein guter Block. Wie heißt er? Er heißt mit Nachnamen Max. Philipp Max. Ja, wir brauchen mal gucken, was kommt. Was haben wir noch? Ich würde ja Robin Gosens haben. Vielleicht würde ich sogar beide holen. Ich guck mal, was halt einfach finanziell passen konnte. Brašica! Okay, das war kein Foul vom Schiedsrichter. Sagt der Schiedsrichter? Weil ganz, nicht ganz ungefährlich war. Ja, komm, geh da an die Position. Dann halt nicht, dann machen wir es back. Macht's mal. Macht's. Timo Becker! Also das riecht ja danach, dass wir heute wieder mit vielen Toren rechnen können. Ja, das ist es halt. Aber die Augsburger machen es auch defensiv sehr, sehr gut. Bisher zumindest. Kommen wir nicht da wirklich durch. Aber das hat Bremen auch lange gemacht. Und dann haben sie doch einmal in ihre 3 noch gekriegt. Aber wie gesagt, das kann auch anders ausgehen. Siehe Hoffenheim. Paulinho. Gut gemacht, Paulinho. Schön gemacht. Er sieht den Richter, den Ex-Augsburger. Gegen Fuchs. Den lässt er mal kurz stehen. Und Schuss geblockt. Jetzt hat er den Ball. Also Augsburg macht es gerade defensiv sehr, sehr gut. Haben ein bisschen Glück, immer noch mal die Füße dazwischen oder irgendwas dazwischen. Bis jetzt musste der Keeper noch nicht eingreifen. Aber wie gesagt, das kann auch ganz, ganz schnell anders ausgehen. Vielleicht jetzt, wenn Latza mal ein bisschen was Platz hat. Und dann ist es Paulinho. Ja, der kommt aber auch nicht durch. Jetzt ist das Foul da. Jetzt gibt's, glaube ich, es wird noch nachträglich gelb geben. Da bin ich mir fast sicher. Jetzt der Ballverlust. Aber schön gemacht, Savic, der da gut reagiert. Ja, das wird Abseits sein. Abseits, Abseits, Abseits. Ja. War Abseits gewesen. Das war ganz klar. Aber wie gesagt, momentan kommen die Schalker nicht wirklich in die gewohnte Spieler. Wie gesagt, das haben die Bremen auch sehr lange defensiv gemacht. So, und jetzt müsste der Schiedsrichter eigentlich nochmal gelb zeigen. Das tut er auch. Das ist genau die richtige Entscheidung. Es gab gelb und es wird weitergehen. Herr Becker. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Oh, das ist jetzt kein Abseits, Paulinho. Da war nämlich der Augsburger noch hinten drin. Jetzt kann er es vielleicht. Sei einmal wirklich ein bisschen durchgekommen. Einmal ein bisschen gerade. Das kann auch gefährlich werden. Erich da jetzt. Hernandez kommt einmal nicht hin. Das ist ein Ball für den Keeper. Super gut reagiert. Ah, ist Abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Und so klar war es nicht. Es war nämlich Abseits und es ist die richtige Entscheidung. Aber damit geht's weiter. Aber wieder 0-0 momentan zur Pause. Ein Spiel mit einem Gegner. Obwohl, warte, Moment, das könnte vielleicht sogar jetzt noch sich ändern. Und das wird sich auch ändern. Mit den Pausen nimmt das 1-0 wirklich Rasmus. Gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor. Ja, langsam wird der. So, jetzt können wir uns den so langsam genau wird der. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Spielt heute für Alario vorne drin. Tor Nummer 4 für ihn. Und dann ist Pause. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Jetzt liegen sie vorne zur Pause. Kein Wunder, Buschi, dass die Fans zufrieden sind. Ja, dabei sah es erst gar nicht danach aus. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit haben sie dann doch noch zugeschlagen. Da bin mal gespannt, ob sie die Führung verteidigen können.
Schalke 04 hat die Begegnung mit dem Anstoß eröffnet. Klasse Pass! Und der Vorteil für Schalke. Milo Drašica. Das macht er gut. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. So. Gut, mal kurz auf die Halbzeitstände gucken. Frankfurt-Düsseldorf 1:1, Bayern gegen VfB 1:0, Hamburg liegt gegen Dortmund zurück, Leverkusen führt gegen Mainz und Köln führt in Wolfsburg. Und Schalke führen mit dem Pausenpfiff hier auch gegen den FC Augsburg. So. Die Spieler sind zurück. Dann geht es jetzt in die zweite Halbzeit und dann gucken wir mal, was noch so ein bisschen passieren wird. Also momentan ist es eh wurscht, solange wir unsere Spiele gewinnen, können die Gegner echt machen, was sie wollen. Den Erstmal haben wir ja seit dem Sieg in Stuttgart fix. Ich meine, es ist kein offizieller Titel, man kann sich nichts kaufen. Und dann hätte hier Paulinho das 2-0 erzielen müssen, eigentlich fast. Mit dem Start in zweiter, aber der war sehr gut gehalten vom Keeper. Und gucken wir mal, ja. Die Ecke kommt. Jetzt ist es 2-0. Jetzt kommt der Keeper raus, greift daneben und die Schalker nutzen Stefan Zavid. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und ich glaube, da war der Keeper mit drin. Ja, der kommt raus. Dann muss er ihn haben. Bleibt er da auf der Linie stehen, hat er das Ding ohne Probleme. Und ich sage Dankeschön. Chavez sagt Dankeschön. Wir führen mit 2-0 und Pass. Jetzt haben sie den Ball verloren. Im Volksparkstadion gibt es Rosen. Mit Power gegen Framberger, vorbei an ihm. Und da ist das 3-0. Wieder Rašica, glaube ich, oder? Ja. Ja, der kriegt jetzt seine Spielzeit so langsam, Step by Step. Und das war ähnlich wie bei Kubilanski in der ersten Saison. Der hat auch lange gebraucht, bis er kam. Paulinho, genau das gleiche in der zweiten Saison. Jetzt ist es Rašica, der langsam immer mal wieder seine Spielzeit bekommt und seine Situation kriegt. Aber schönes Ding auch, muss man sagen. Die hat er genau unter die Latte gelegt. Da war nichts zu halten für den Keeper. Und es ist das fünfte Saisontor für ihn. Heute zwei Tore gemacht. Und führen daher auch in der Höhe verdient. Genau. Mit dem Halbzeitpfiff das 1-0 gemacht, nach dem langen 10-Spiel und dann auf einmal kam dieser Doppelschlag direkt nach der Pause durch Paulinho und durch jenen Milot Rašica. Ball kommt. Becker. Marco Richter. Der kommt aber nicht durch. Richter diesmal. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den FC Schalke. Dann geht es zu Hause gegen den VfB. Okay, schon das Rückspiel gegen den VfB. Weil wir haben erst gerade dieses 6:1 gehabt in der letzten Folge. Und jetzt treffen wir schon im Rückspiel wieder auf die Stuttgarter. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass wir da jetzt tatsächlich schon wieder auf die treffen. Milo Drašica. Rašica. Will Rosen. Den Fisch, der sich da weg, der Keeper. Der hat aber wirklich auch 2-3 Dinger gehalten. Und der war auch nicht ganz unwichtig, weil dann Paulinho, wenn er den kontrolliert bekommt, steht das hier 4-0. Aber wie gesagt. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding haben? Der war aber nichts jetzt von meiner Meinung nach, Del Rosso. Kannst analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Ja. Richter. Ja, der einfach mal wieder auf seine rechte Seite verschwindet. Mit dem Motto, da fühle ich mich am wohlsten. Und dann ist es Rašica, der das bis zum Moment zu spät checkt und dachte, den kann ich versuchen abzuschließen. Und dann war der Augsburger mit dem Fuß da dran. 20 Minuten noch. Kasami. Patti Kasami. Und das ist ein Traumtor. Das ist ein Traumtor von den Augsburger. 1:3 nur noch.
Wer war es überhaupt? Ah, der war Weltklasse gespielt. Hier Kasami, der sich gegen Becker durchsetzt. Und der Stürmer nimmt den quasi von der Strafraumkante im Volley und haut da Ting da einfach mal rein. Ja, nichts zu halten. Da kommt, glaube ich, Savic war es, der da nicht in die Situation kommt. Ne, Akpoguma war es. Akpoguma, so ist es richtig. Und es ist... wie Delort, ja. Ja, 73. Minute, noch 1:3. Vielleicht geht da noch was für den FC Augsburg, aber ich hoffe natürlich nicht, aber mal schauen. Becker. Einwurf für den FCA. Ja, ich muss gucken, dass ich auf jeden Fall Minimum auf der rechten Seite noch mal ein bisschen was nachverpflichte. Da, Ludewig spielt ja momentan eher den Linksverteidiger-Part, weil er Kolasinac ja den Sechser spielt. So, jetzt kann ich mal ein bisschen durchwechseln. Kobylanski soll heute mal ein bisschen was Spielpraxis bekommen. Ja, Musiala. Dann spielt Musiala für die Rosen. Ja, die Jungs sind platt, ist schon klar. Aber es ist halt, wie gesagt, das letzte Spiel vor der Winterpause. Das dürfen sie nochmal. Und die Corona-Regelung mit diesem 5-Wechseln gibt es ja bei FIFA 21 nicht. Ich weiß nicht, wie es bei FIFA 22 aussieht dann. Gucken wir mal. Wer wir es überhaupt holen? Ich weiß es noch nicht. Momentan eher aus vielen Gründen nein. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Also nicht die spieltechnischen Gründe, sondern eher mehr oder weniger finanziellen Gründen. So, Becker. Ja. Rashica. Der mit viel Glück da sich am ersten zumindest vorbei mogeln kann. Fängt diesen Ball ab. Jetzt kommt nochmal Kasami. Es sind noch gute 10 Minuten. Der Ball kommt. Noch können sie nicht aufatmen. Weiter geht's. Chance. Ah, den Fehler da. Und Zittler. Da bin ich auch froh, dass ich den nämlich geholt habe. Und jetzt gibt es eben diese angesprochenen Dreierwechsel. Rashica, Musiala. Alle Infos gibt es jetzt im Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Köln. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 85. Und Alario. Interessante Info. Dankeschön dafür. Ja, ja. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt jetzt kommt der Wehrpass. Und da war jetzt Platz. Und Kobylanski! Schön rausgespielt. Schön gecheckt, dass der noch frei vor der Bude steht. Und deswegen kommt die Flanke auch. 4-1. Marcin Kobylanski. Der Sohn Nummer von dem Bund von Andrzej Kobylanski, den man ja zum Beispiel aus Wolfsburg meines Wissens, also Cottbus auf alle Fälle kennt. Ich meine, Absatz kurz ähnlich sein, weil der Ball da vorne ging. Und der sagt dann, ich darf auch mal wieder ran endlich und darf mal auch wieder treffen. Ich glaube, von Musiala müsste die... Ne, Musiala war es nicht, von Richter die Flanke kam. Zweites Saisontor. Ja, da ist auch ein kurzer Blick auf den Kollegen Kolasinac, der wie gesagt sein letztes Heimspiel heute spielt. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. Zumindest offiziellerweise. Übrigens kein Foul an von Alario. Der sogar noch das fünfte Tor nachlegt. Nachspielzeit Doppelpack, Schalke. 5:1. Lukas Alario. Es war kein Foul. Es war kein Foul von ihm. Da hat es mich dann auch mal kurz hingelegt. Da dachte mir, Alario, der fünfte ist bestimmt schon ab oder so. Hier, der ist aber weggerutscht. Hier passiert nichts. Der Sechser. Und dann passt das Ding. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere. Und dann hat er freie Bahn. Eingefangen. Danke an keine Chance an den Keeper. Und er kriegt dann am Ende doch noch seine Tore. 3-1 Bremen, 6-1 Stuttgart, 5-1 Augsburg. Was waren die letzten Partien? Davor das 6:2 irgendwann in Düsseldorf. Ja, läuft. 14. Saisontor für ihn. Und jetzt mach mal. Feierabend. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Genau so ist es. Ja, Aufgabe Augsburg ist gelöst. Funktioniert die Truppe. Wir kommen wieder so ein bisschen zurück. Holen es klar, verdient den Herbstmeistertitel. Also, den haben wir schon, wie gesagt, in der letzten Folge klar gemacht.
Auch in der Höhe war der eigentlich mehr oder weniger verdient. Kurz mal auf die anderen Ergebnisse. Die könnt ihr da euch kurz ausblenden. Einblenden lassen. Müsst ihr kurz das Video nur anhalten. Und dann geht's weiter mit der Champions League, glaube ich, sogar in der nächsten Runde, wenn ich das richtig sehe. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel oder was auch immer noch passiert. Bis dahin und tschüss.